Zuletzt bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Mit der Macht der Schattenkrone konnte Midna den großen Kristall rund um das Schloss Hyrule zerbrechen und wir konnten das Finale von Twilight Princess HD betreten. Hier in diesem Schloss sammeln sich die übelsten Arten von Gegnern, aber wir konnten mit Hilfe eines kleinen Schlüssels von König Bulblin bereits das Schloss betreten. Neben Nimbus Garden und einigen Truhen ist hier auch der Weg zum großen Finale. Und diesen wollen wir heute bestreiten. Hi, Freunde. Auf euch. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Hier aus dem finalen Schloss. Es ist soweit, Freunde. Oh, da ist der große Schlüssel. Wow. Okay. Ich muss ehrlicherweise zugeben, den hätte ich hier nicht erwartet. Und was ist jetzt passiert? Hä? Was? Was passiert hier? Ein Vogel? Yo, von ihm? Von allen? Oh, schon cool. Oh, schon ein bisschen Gänsehaut-Moment. Nice. Und jetzt kriegen wir wirklich einfach den Schlüssel geschenkt. Das ist ja mal... Okay, das ist ja mal super cool inszeniert. Absolut nutzlos. Also rein vom Gameplay-Wert. Aber einfach ein mega schöner Moment, so der hier inszeniert wurde. Ey, voll cool. Thelmas Truppe, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Hyrule ein Stückchen besser zu machen, hat damit Hyrule ganz offensichtlich ein Stückchen besser gemacht. Voll gut. So, da geht's für uns noch nicht rein, weil wir da noch nicht die Tür öffnen können. Aber... Freunde, diese Tür hier können wir öffnen. Da haben wir nämlich den passenden Schlüssel dazu. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Ist ja auch noch Gewitter und alles drum und dran. Oh. Okay, und hier sind auch noch Geisterratten. Da müssen wir jetzt uns mal ganz genau anschauen, was hier los ist. Okay. Der Geist zeigt hier gerade aus. Oh, kann es sein, dass wenn wir den Geistern nicht folgen, dass die dann einbrechen oder so? Oder, also ich folge jetzt den Geistern, aber irgendwie würde es mich interessieren, was passiert, wenn ich ihnen nicht folge. Boah, aber schau dich mal die Gesichter von denen an, ne? Boah, sehen die gruselig aus. Holy shit, Twilight Princess ist so ein düsteres Spiel. Jawollo! Aber warum habe ich das Gefühl, dass es hier zum Finale geht? Also, ich will hier... Ja, die brechen ein. Ja, ja, ja. Ich will hier noch nicht lang. Das ist der Punkt. Also ich habe das Gefühl, es geht jetzt zum Finale, oder... Freunde, ich bin... Ich fühle mich ein bisschen überfragt. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ich gehe tatsächlich nochmal zurück. Ich möchte hier noch nicht sein. Dafür hat das Schloss einfach noch zu viel für uns zu bieten. Warum geht es hier schon lang? Das ist so, da ist da noch voll viel. Also mindestens 2 oder 3 Truhen, die wir doch noch brauchen. Und nochmal ein kompletter Teil des Schlosses, den wir anschauen müssen. Das ist, nee, ich fühle mich jetzt noch nicht bereit, hier Gas zu geben. Nee, noch nicht. Und ich meine, vielleicht komme ich da auch gar nicht lang. Ne? Vielleicht kommt da am Ende auch nochmal eine Tür mit einem Schlüsselloch oder was auch immer, wo ich dann doch noch gar nicht durchkomme. Dementsprechend will ich mich jetzt hier erstmal ganz in Ruhe umschauen, bevor ich jetzt hier irgendeine Form von Entscheidung treffe. Und sieh mal einer an. Wir können hier... Aha. Diesen Kronleuchter herunterlassen. Ich möchte übrigens nochmal den Soundtrack loben. Wodurch wir uns quasi eine Abkürzung hier nach oben verschafft haben. Ich verstehe. Ich verstehe. So, aber dennoch werde ich jetzt am Ende des Tages doch nochmal hier runterhüpfen, ne? Und dann hier den Weg nach oben nehmen. Einfach nur,
Weil ich jetzt, glaube ich, nochmal hier quasi in den Hauptraum muss. Und es für mich dann da nur weitergeht, als ob ich mich da nicht ranziehen kann. Ehrenlos. Weil ich dann von da noch darüber muss, ne? Hier erscheint auch noch eine Truhe, da müssen wir auch noch irgendwas tun. Also, es gibt hier schon noch ein bisschen was. Und bevor ich meinen letzten Stempel nicht habe, werde ich einen Teufel tun. Und zum Final Boss gehen. Also, so haben wir ja mal gar nicht gewettet. So, das heißt, ich muss jetzt hier mir wieder den Weg nach oben bauen. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie das funktioniert. Zack, anvisieren. Die Fackel geht aus. Und wir werden nach oben transportiert. Und dann können wir jetzt noch diesen Bereich des Schlosses anschauen. Wo wir, wenn ich die Karte richtig interpretiere, eventuell sogar noch zwei Truhen finden. Ne? Also hier ist noch lange nicht Feierabend. Oh, und ihr werdet mir jetzt in den Weg gestellt? Wirklich? Ihr, keine Ahnung, Schädelhelm tragenden Ohrringbesitzer? Aua. Also er hat irgendjemanden geköpft oder irgendjemanden den Schädel abgenommen, einfach nur um dann blaue Ringe da ranzupacken. Und das soll eure höchst bedrohliche, ich weiß nicht, Kriegsbemalung sein? Ist ja auch ein bisschen traurig. Oh, sieh meine an, Freunde. Oh, okay. Und dann werden wir mit gelbem Schleim geflutet. brauche ich nicht unbedingt. Kann ich das aktivieren? Nein. Okay, dann muss ich das so machen, genau. So, was machst du? Aha. Du machst das auf. Sind hier noch mehr Bilder irgendwo? Ja, Freunde. Auch hier nochmal. Und das soll wahrscheinlich auch nur ein Fake-Schalter sein. Okay, noch mehr Schleim, aber sogar roter. Also hier könnte ich mir jetzt sogar nochmal quasi Heilung und Flaschen mitnehmen. Wenn ich wollen würde. Aber ich fühle mich eigentlich ganz gut ausgerüstet. Deswegen kann man das jetzt gekonnt ignorieren. Aber für die Leute, die Lust haben, die können hier dann auf jeden Fall nochmal ihre leeren Flaschen, von denen sie hoffentlich genügend haben, nutzen. Und oh boy, zwei Nimbus-Garden. Das hat jetzt richtig Drillhöhlen-Vibes. So, aber ich habe mittlerweile gelernt, wie man gegen euch kämpft. So. Exakt so, Freunde. Jetzt steht er vorne. Genau, immer angreifen lassen. Sehr schön. Ah, nein, du sollst von oben schlagen. Und nicht so seitlich. Genau so. Sehr gut. Es gibt halt wirklich so eine Art Rezept gegen die, ne? Das ist das Geile. Und das war's mit ihm. So, jetzt müssen wir auf Abstand gehen, damit wir seine Waffe nicht in die Fresse bekommen. Und... Oh, verdammte Axt. Nee, nee, nee. Ich will erst ihm hier noch den Stuff wegnehmen. Genau. So, und das war's mit dir. Ausweichen. Sprungattacke. Nee, warte mal, ich glaube, wir müssen die erst genau hier so, ein bisschen so. Aua! Warte mal, habe ich ihn getroffen und er mich? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Sehr schöner Treffer. Aua, verdammt, wenn die so einen Stich nach vorne machen, ist immer ätzend. Zwei ist aber auch echt übel, ne? Zwei ist schon nicht... Oh, immer mit ihrem Stich nach vorne. Ja, das war's, Meister. Ich glaube, den hatte ich schon mal getroffen. Jawollo! Okay. Genau. Ich glaube, ich lasse erst ihn angreifen. Mhm. Oh, verdammt. Der gibt mir jetzt nochmal richtig. Warte mal, ich kann ihn noch erst so angreifen. Und ich glaube, wenn er dann in so in der... Genau, wenn er dann in der Defensive ist, dann kann er nämlich eine Sprungattacke von mir nicht blocken. Genau, und dann können wir ihm geben. Das ist die richtige Art und Weise, mit diesen Kollegen hier zu verfahren. Und die spucken ja auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Stuff aus. Theoretisch könnte ich, glaube ich, all diese Ritterrüstung hier auch mit meinem Morgenstern niederprügeln. Weiß ich aber nicht, ob ich da jetzt Lust zu habe. Weil, wie gesagt, Geister sehen oder so werden da nicht mehr drin sein. Und wenn ich jetzt dann hoffentlich in einer der beiden Truhen hier sogar in seinen letzten Stempel finde, so, dann bin ich eigentlich ein ganz glücklicher Mann, muss ich ehrlicherweise zugeben. So, hier haben wir nochmal Rubine. Das ist auf jeden Fall noch nicht das, was ich will. Aber... Jetzt. Ah. Lass mir mit diesem Knopf die Truhe spawnen. Ich dachte eigentlich auch, dass wir damit kronleuchtertechnisch noch was erreichen. Aber ich glaube,
Ein bisschen Glück. Komme ich sogar von hier schon hier hin? Nee. Noch nicht. Kann ich auf den drauf? Nee, auch nicht. Okay, pass auf. Dann ziehe ich mich hier ran. An den Meister. Genau. Und dann gehen wir ein bisschen runter. Und dann düsen wir hier hoch. Jawollo! Und jetzt gönn mir meinen Stempel. Ich habe ihn mir verdient. Nein! Immer noch nicht? Bro! Okay. Wir checken mal kurz die Karte ab. So, hier. Ah, schaut mal. Es sind noch 4 Truhen. In irgendeinem Innenhof. Den wir bisher noch nicht erreichen können. Warte mal. Wie komme ich in diesen Innenhof? Da gibt es keinen Ausgang oder sowas dazu. Aber da hinten muss das sein, was wir suchen. Ich fühle mich etwas verwirrt. Freunde, soll ich nochmal rausgehen und mich da umgucken? Oder jetzt erstmal believen. Oder erstmal vertrauen. Das ist aber auch schwer. Das ist aber auch ätzend. Da ist aber keine Verbindung auf der Karte. Gar nichts. Pass mal auf, Freunde. Wir nehmen jetzt erstmal hier die Abkürzung, die wir uns gebaut haben. Und dann schauen wir uns draußen nochmal um. Weil theoretisch müssen wir irgendwie, ich weiß nicht, über die Mauer laufen oder keine Ahnung. Irgendwas muss doch da im Bereich des Möglichen liegen. So, wir wissen, dass es da noch so einen geheimen Hinterhof gibt. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir da was tun können. Das werden wir jetzt nochmal hier ein bisschen genauer analysieren. So, hätte ich da irgendwie auf der Mauer runterspringen müssen oder sowas in die Richtung? Wäre das das Rätsels Lösung gewesen? Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, ich gucke mich mal ganz kurz um. Und wenn ich was rausfinde, dann melde ich mich. Und wenn ich nichts rausfinde, machen wir einfach ganz normal weiter. Aber das muss ich jetzt genauer untersuchen. Okay, also ich habe mich nochmal in den Gärten oder beziehungsweise in dem Außenbereich vom Schloss umgesehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe da nichts entdeckt, was mich irgendwie in diesen Hinterhof führt. Also ich hoffe einfach mal, dass wir früher oder später noch einen Weg in diesen Hinterhof entdecken. Na, dass das einfach eine Sache ist, die einfach später noch kommt. Und ja, ne? Dann würde ich einfach mal gucken, dass wir dieses, oh boy, Schloss jetzt noch ein bisschen weiter nach oben klettern. Und dann mal schauen, ob wir da noch irgendwann den Weg in diesen Hof darunter gleich von alleine entdecken. Gleich kommt da nochmal irgendwann irgendwas auf uns zu, ich weiß es nicht. Irgendeine geheime Tür, irgendwas, was es für uns zu tun gibt. Ich werde Augen und Ohren weit offen halten. Und was geht hier ab? Brauche ich da Midna? Kann die mir da helfen? Nee. Ich weiß auch, dass ich hier eventuell das Geländer brauche. Nee. Also ich schaue auch drauf, ob sie irgendwo, ob ich den Gleiter hier irgendwo brauche. Nee, hä? Was ist das denn? Das ist schlichtweg einfach zu weit. Kann ich irgendwas? Warte mal, kann ich irgendwie mit den Dingen hier interagieren? Kann ich da irgendwas machen? Nee, auch nicht wirklich, ne? Hä? Was ist das? Sehe ich in der Schattensicht hier irgendwas? Nein, auch nicht. Wie komme ich da rüber? Ist irgendwas in der Decke, was ich nicht sehe? Nein, auch nicht. What? Warte mal. Was übersehe ich? Was übersehe ich hier? Da sind keine Gleiterspuren an der Wand. Ganz offensichtlich. Weißt du, was passiert, wenn ich Midna hier frage? Das ist nicht das, was ich tun wollte.
Wir sollten ihr lieber schnell helfen. Wow, wir sollten Prinzessin Zelda helfen. Das hilft mir jetzt noch nicht so viel. Ich springe einfach mal und gucke, was passiert. Ich falle runter. Wer hätte es gedacht? Das ist jetzt der Ausgang, den ich auch vermutet hätte. Wartet mal. Kann ich mich an die Fackeln ranziehen? Das sind Greifhakenpunkte! Ja, moin! Okay. Freunde, okay. Ich verstehe. Fies. Sehr, sehr, sehr fies. Aber ich verstehe. So. Aber ich habe echt ganz, ganz böse Angst, dass ich das, was da unten sich im Hof befindet, dass ich das verpasse. Also aber ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich da hinkomme. Es kann sein, dass ich all das hier nochmal machen muss. Aber wie immer, Freunde, mache ich das Ganze natürlich offscreen. So, okay, der da oben geht nur bis zur Mitte, ne? Dann sagen wir so, so. Und da sind wir doch auch schon. Sehr, sehr, sehr gut. Und was steht hier vorne? Oh. Hier steht wieder eine. Und da brauche ich auch den großen Schlüssel. Und den habe ich sogar schon. Als ob ich jetzt sogar schon ready bin, zum Schloss zu spazieren. Aber dann ist dieses finale Schloss wirklich gar nicht mehr so groß, ne? Also ich hätte irgendwie gedacht, dass es hier, dass es da mehr für uns zu tun gibt. Oder dass es ein größerer Dungeon ist. Aber der ist ja doch recht entspannt gemacht, ne? So, einmal kurz den Kollegen Gietner. Einen Schlag von oben noch bitte. Genau. Als hat er mich getroffen, ne? Sehr schön. Let's go. Zur Seite rollen. Und dann den rausnehmen. Weil wenn er alleine ist, ist er ein Überlappen. Sehr schön. Aber ich brauche noch einen kleinen Schlüssel. Ich brauche noch einen kleinen Schlüssel, um hier reinzukommen. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen kleinen Schlüssel aus dem Hinterhof kriegen muss. Was ist hier los? Ich übersehe doch hier irgendwas Gravierendes. Irgendwas übersehe ich hier doch, Freunde. Ich weiß leider nur noch nicht, was. Ich muss nochmal zurück. Ich muss mir das nochmal angucken. Meine Reise ist hier noch nicht, aua. Meine Reise ist hier noch nicht vorbei. Das Gefühl habe ich noch nicht. Schaut mal, Freunde, hier kann ich buddeln. Hallo! Ach du Scheiße. Aber das ergibt doch irgendwie... Das ergibt von der Karte gar keinen Sinn. Also um euch das mal kurz klar zu machen, wenn ich nicht ganz dumm bin. Ich kann es das wirklich nicht zeigen. Aber ich habe quasi mich an der Stelle gebuddelt. Ihr seht ja diese sechs Punkte, die dieses Triforce bilden, ne? Und da quasi oben an der Mauer habe ich gebuddelt. Und dann wurde ich einfach nach links hier rein teleportiert. Okay, also das ergibt grafisch gar keinen Sinn. Also so null. Wo zeigen die hin? Nach da. Aber ich glaube, das heißt nur, dass ich, glaube ich, wieder rauskomme, ne? Okay, ja, das ist fies. Das ist wirklich sehr fies. So, und da drin sind Statuen. Okay, oh, hi, was machst du hier? Okay, ich gucke mich hier erstmal ganz in Ruhe um. Kann ich hier irgendwo Grabsteine schieben? Oder muss ich vielleicht alle Gegner töten? Eventuell muss ich alle Gegner töten. Pass mal auf, ich habe doch meinen Morgenstern hier griffbereit. So, zack. Und die one-shot ich damit einfach. Da machen wir mal kurz ein bisschen Randale. Zack. Sehr schön, dann bist du schon mal weg. So, ansehen. Der verwunschene Schwertkämpfer ruht vor dem heiligen Baum. Okay. Warte mal, ich sehe ihn. Ich sehe den heiligen Baum. Also hier, ne? Genau. Ah,
das sieht aus wie ein Fels. Das sieht aus wie ein Fels. Moment. Dann sprengen wir hier mal kurz. Das sieht gut aus. So. Und da ist ein Knopf. Und der öffnet wiederum hier die Tür. Und da ist eine blaue Truhe, zwei kleine braune Lampenöl. Ah, hier geht's ja richtig ab. Oh, nee! Ich habe jetzt gedacht, das wäre der Stempel. So, aber hier noch zwei kleine. Noch mehr Rubine. Also, sie haben wirklich sehr, sehr viel Spaß, uns hier im finalen Schloss nochmal Rubine zu geben. Oh, wow, einer. Danke dafür. So, aber jetzt muss ich wahrscheinlich hier das anmachen. Und ich glaube, ich fülle die jetzt auch einfach nochmal hier nach. Wenn wir da die Möglichkeit dazu haben, dann machen wir das. So. Und das beendet den Regen. Alles klar. Da sage ich noch nicht nein. Und jetzt kann ich wahrscheinlich da drüben die Fackeln anmachen. Die haben wir ja vorhin schon gesehen. Wahrscheinlich wären die ausgegangen. Wahrscheinlich wären die ausgegangen, wenn ich das versucht hätte, bei Regen anzumachen. Ich verstehe. So, und jetzt habe ich hier Kopierstab-Action. Und jetzt fängt es sogar wieder an zu regnen. Alles klar. So, und wir haben ja ganz grob gesehen, wo das hin muss. Denn ich glaube, das muss hier drüben hin. Und wozu das Ganze? Also ich hoffe wirklich, dass wir hier am Ende des Tages dann auch wirklich diesen kleinen Schlüssel bekommen, den wir brauchen. Weil ich mache das ja alles über einen kleinen Schlüssel. Oder ich nehme auch direkt den Stempel. Aber das löst trotzdem nicht unser Problem mit dem kleinen Schlüssel. Also wenn ich ehrlich bin, hoffe ich, dass es der kleine Schlüssel ist. Warte mal, da kann ich was lesen. Moment mal. Moment mal, was steht hier? Wo du den Geist des Verstorbenen sahst, wird eine Tür sich öffnen. Okay. Ich habe echt beim besten Willen keinen Schimmer, wovon du redest, weil ich habe hier sehr viele Tote gesehen. Aber ich bin mir sicher, dass wir den Geist des Verstorbenen irgendwo schon finden werden. Wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal weiter. Der Geist des Verstorbenen, so als ob ich nur einen gesehen hätte. Ich habe übel viele gesehen. Ich meine, es ist ein freaking Friedhof, so. Na, das sieht doch nicht schlecht aus. Und hier drin ist ein kleiner Schlüssel. Wunderbar. Und den bringen wir jetzt ganz nach oben. Gut, du hast, was du brauchst. Also gehen wir ins Schloss und zwar durch das vordere Tor. Okay, alles klar. Aber trotzdem, also es ergibt kartentechnisch gar keinen Sinn. Ich finde das ein bisschen fies. Also warum macht man das so? Wie gesagt, schaut euch an, wo ich buddel mich hier am unteren Teil der Map. Buddel ich mich raus. Als ob ich mich da nicht reinbuddeln kann, weil die jetzt da sind, oder was? Sehr gut. Na, wir buddeln uns am unteren Teil hier rein. Und kommen einfach an folgender Stelle wieder raus. Hier. Das ergibt... Also, sorry. Das hätte man doch irgendwie klüger lösen können. Dass es ein bisschen mehr Sinn ergibt. Oder ist da ein unterirdischer Tunnel, der darüber führt? Also, I don't know. Aber ist okay, ist okay. Wir sind wieder zurück an der Spitze. Hier hinter, Freunde, befindet sich der Boss. Aber mit dem kleinen Schlüssel sind wir jetzt in der Lage, in diesen Raum zu kommen. Hier sind einfach tausende Truhen. What the hell? Was ist das für ein Raum? Gab es jemals in einem Zelda-Spiel einen Raum mit so vielen Truhen? Und ich kann mir einfach vorstellen, dass jetzt hier einfach alles aufgefüllt wird. Also das wäre schon cool. Und ich hoffe, dass hier der letzte Stempel drin ist. Weil wenn nicht, dann drehe ich noch hohl. So, was soll das? Ja, aber nein, der wird hier schon drin sein. Der wird hier drin sein. Weil das, glaube ich, wirklich die letzten Truhen sind, die es hier im Schloss gibt. Eventuell sogar die letzten Truhen, die wir jetzt überhaupt in The Legend of Zelda Twilight Princess sammeln. Na, dementsprechend hoffe ich, dass jetzt alles rausspringt, was wir brauchen. Wir kriegen nochmal Pfeile, wir kriegen Bomben, wir kriegen Rubine, wir kriegen sogar unterschiedliche Arten von Bomben.
Sehr spannend. Kriegen wir noch diese Fühlerbomben? Ne, die haben wir ja gar nicht. Sogar noch Kerne. Das ist wirklich das nutzloseste Item im gesamten Spiel, die Schleuder. Die ist wirklich so useless. In dem Moment, wo du den Bogen erhältst, brauchst du die Schleuder nicht mehr. Punkt. Wird einfach ersetzt. So, und jetzt sind hier noch 5 Riesentruhen. Ach du Scheiße. Ist da auch noch sinnvoller Stuff drin? Ja, irgendwie schon, ne? Aber es ist schon sehr befriedigend, diese Truhen zu öffnen. Ein sehr, sehr, sehr befriedigender Raum. Muss ich an der Stelle mal sagen. Wobei sich jetzt der Inhalt der großen und kleinen Truhen nicht groß unterscheidet. Aha. 200 Rubine. Ich habe jetzt auch genau 2 Truhen, um den Stempel zu erhalten, Freunde. Da ist er! Jawollo! Zelda fröhlich! Und jetzt ist er hier, Freunde. Der letzte Stempel. Als Belohnung für das Sammeln von 49 Stempeln erhältst du hiermit einen ganz speziellen Stempel. Sehr schön. Und damit haben wir auch alle Stempel des Spiels und damit alle Collectibles, die es zusammen gibt. Großartig. Schaut euch das an. 60 Geisterseelen, alle Goldinsekten, alle Fische, alle okkulten Künste, alle Stempel, den Maxi-Köcher, die bodenlose Geldbörse, alle Rüstungen, alle Bombentaschen, alles, 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 alles. Und beim nächsten Mal stürzen wir uns ins Finale von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Hinter diesem riesigen Tor befindet sich der Endbosskampf, die Auflösung des gesamten Spiels, die Frage, ob wir das Böse aus der Welt abwenden können. All das wird beim nächsten Mal beantwortet. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Mit einer dicken Kanalmitgliedschaft supporten Sören Komora, JT90PRL, Hykris Ski und Imposer dieses Projekt. Ich danke euch.